Wohnen wirklich alle Italiener noch bei Mama und essen Pasta? Sitzt ganz Holland bekifft im Wohnwagen? Und warum tanzen alle Spanier Flamenco nach dem Stierkampf? Europa ist voller Vorurteile. Aber ist manchmal etwas Wahres dran? Ich bin Knäckebusch. Musiker, Moderator und völlig neutraler Schweizer. Und ich überprüfe das vor Ort. Wir erkunden Klischees und entdecken Europa völlig neu. Und diesmal Italien. Wie sind die Italiener? Oh, die Italiener, das sind meine Lieblinge. Schmierig, macho, schleimig. Angeblich reißen sie oft Frauen auf. Und Berlusconi hatte auch diese Sexorgien. Also ich finde ja so Pauschalisierung über Länder nicht so gut. Was willst du? Was quatschst du? Was willst du von mir? Oberflächlich. Große Klappe, unerträglich. Mama Jungs? Die wohnen bei Mama. Die Italiener wohnen immer bei Mama, genau. Mama ist auch immer der Chef zu Hause. Mama. Mama, Italien. Wohnen denn auch so richtig harte Typen noch bei Mama? Calcio Historico ist eine Art Mischung aus Rugby und Fußball. Ich darf einen der Kämpfer mit nach Hause begleiten. Wie ist das Verhältnis zu seiner Mutter? Das ist aber nett. Danke. Was ist der Unterschied zwischen normalem und historischem Fußball? Beide sind brutal. Brutal? Doch. Sie hat immer Angst. Er ist ein guter Junge, aber er lässt sich nicht zweimal bitten. Wenn es sein muss, schlägt er schon mal zu. Ich bin Einzelkind. Und trotz meines zarten Alters von fast 55 Jahren ist hier meine erste Anlaufstelle. Ich komme zum Essen her. Und, das gebe ich offen zu, ich lasse mir von meiner Mutter auch die Trainingsklamotten waschen. Natürlich, schließlich ist deine Mutter auch für solche Dinge da. Aber ich mache das gerne. Ich schäme mich nicht dafür. Warum denn auch? Ich mache alles. Ich koche, wasche die Sachen, schimpfe, weil mir die Tattoos nicht gefallen. Genau. Schrecklich. Ich würde sie am liebsten abwaschen. Ich tue alles für meinen Sohn und meinen Enkel. Ich liebe sie wahnsinnig. Wer sie anrührt, kriegt's mit mir zu tun. So ist es nun mal in Italien. Da bin ich nicht die Einzige. Ich bin noch ein bisschen schonend zu ihm, damit er nicht seine männliche Würde verliert. Und nachher... Danke. Aber ist Filippo wirklich repräsentativ? Ancora? Lebst du noch bei deiner Mutter? No. Bloß nicht. No. Ist es ein Klischee? Ich lebe jedenfalls nicht bei meiner Mutter, andere vielleicht schon. Warum? Italiener sind eben Muttersöhnchen. Es liegt wohl an den hohen Kosten. Ohne die Unterstützung der Eltern ist es schwer, unabhängig zu werden. Die Armen schon. Wie sieht's im finanziell angeschlagenen Süden aus? Viva in casa con tua mamma. Du lebst bei deiner Mutter? Genau, klar. Si. Wohnst du bei deiner Mama? Ja. Ja? Ja, ja. Ja. Ja? Ja, ja. Ja. Lebt ihr bei eurer Mutter? Ja, ja, ja. Ich nicht. Ja. Una, due, tre. Viva Mama! Die ganze Rennerei hat mich etwas hungrig gemacht.
Italien, Spaghetti. Gutes Essen. Die italienische Küche ist spitze. Pizza. Spaghetti. Pizza. Spaghetti. Pizza. Pasta. Küche di bomba. Sie machen gute Macaroni. Bloß gut, dass gerade die Pizzameisterschaften stattfinden. Ein Festival der besten Pizzabäcker von ganz Neapel. Hier sind die Spezialisten, also will ich endlich rausfinden, was ist das Geheimnis der perfekten Pizza? Also, du knetest den Teig, formst eine Kugel und dann lässt du ihn ruhen. Er muss unbedingt ruhen. So eine Stunde? Nein, mindestens 24 Stunden. 12 Stunden zum Gären der Hefe, 12 Stunden zum Reifen. Mit 3 Kilo mehr auf den Rippen mache ich mich auf nach Rom. Um etwas zu erfahren über die magische Wirkung der italienischen Pasta, treffe ich 2 Carabinieri. Ernesto, Mirko. Es lief zunächst wie ein normaler Polizeieinsatz. Aber vor Ort trafen wir dann ein völlig aufgelöstes Ehepaar an. Die beiden saßen zusammen auf dem Sofa, hielten sich an den Händen und weinten vor Verzweiflung. Sie sagten, wir fühlen uns einsam und von allen verlassen. Wir haben sie da so sitzen sehen und gefragt, sollen wir euch vielleicht was kochen? Da haben sie gelächelt, sich die Tränen abgewischt und gesagt, vielleicht. Wir konnten einfach nicht Nein sagen und haben ihnen Pasta gekocht. Für uns ist Essen etwas sehr Wichtiges und Teil unserer Kultur. Bei diesem Einsatz haben wir das Essen als zwischenmenschliche Geste genutzt, als etwas Verbindendes. Statt distanziert zu bleiben, haben wir diesen Leuten ein bisschen Glück und Freude geschenkt. Sie waren überglücklich. Es hat sich jemand für sie interessiert und war für sie da. Sie waren sehr glücklich und gerührt darüber, dass jemand Nudeln für sie kocht. Sie wollten uns gar nicht mehr weglassen. Was? Ihr wollt schon gehen? Hieß es, nachdem wir schon ziemlich lange da waren. Ich wusste es schon immer. Pasta kann Leben retten. Einer der besten Köche Norditaliens soll ein Mann namens Fabio Picchi sein. Ich will was über die italienische Küche erfahren. Zur italienischen Küche kann ich nichts sagen, aber die toskanische Küche, vor allem die florentinische, ist mein Fachgebiet. Das ist ein Unterschied, oder? Die italienische Küche lässt sich nicht verallgemeinern. La cucina francese. Sono 10 cose, 20. Die französische Küche hat vielleicht 10 Gerichte oder 20. Wir wollen mal nicht so sein. 30 vielleicht oder allerhöchstens 40. In Italien sind es 8 Millionen verschiedene Sachen. Jedes Dorf macht sein Ding. Toskanische Küche, das ist wenige Zutaten, aber höchste Qualität. Pasta sucht man bei ihm übrigens vergeblich. Keine Pasta bisher. Ist denn Pasta ein Klischee? In Florenz ist sie ein Klischee. Pasta ist italienisch, nicht florentinisch. Pasta kam in Italien erst Anfang des 20. Jahrhunderts auf. Und dann hat sie sich vom Süden her verbreitet, von Sizilien über Neapel. Oh, mit Butter. Limone. Meinst du, die italienische Lebensfreude und Liebe haben auch mit dem Essen zu tun? Wenn Italiener von der Mama und ihrer Kochkunst sprechen,
Sprechen Sie zugleich von der Familie, von der Gegend, die sie genährt hat, und ihren Vorzügen. Ich muss dir zu essen geben, sehen, wie du das Essen kaust und aufnimmst. Materie. Wir sind Materie, du, ich. Auch das Essen hier ist Materie. Und wenn diese Materie für einen Moment eine Seele bekommt, dann bist du ein guter Koch. Aber was kann man mit den Händen sonst noch machen, außer kochen? Italiener sind Schönredner. Viel reden. Man hört sie kilometerweit. Aber ich liebe sie. Sie reden laut, gestikulieren. Sie reden mit den Händen, sind expressiv, angeberisch. Was sind denn die wichtigsten Gesten? Ein bisschen so, so oder so. Du musst gehen. Ich habe Hunger. Hunger! Was willst du? Was quatschst du da? Was willst du? Was willst du von mir? Nein, das sind Gesten aus Süditalien. Wir aus Florenz identifizieren uns nicht damit. Eine florentinische Geste? Eine florentinische Geste wäre zum Beispiel ein Applaus. Typische italienische Gesten? Italiener drücken sich traditionell sehr plakativ aus. Sie diskutieren und sprechen mit den Händen. Aber wir vergessen auch nicht, dass wir aus dem Land von Dante Alighieri kommen. Deshalb ist unsere Sprachfertigkeit auf einem sehr hohen Niveau. Aber Italien war doch auch das Land der Schönheit. Dolce Vita. Kultur. Ich denke an Kunst, Renaissance. Genießer mit einem singenden Akzent. Sie lieben das Schöne. In der Toskana besuche ich das Anwesen der Familie Strozzi. Die Strozzis waren neben den Medici eine der italienischen Renaissance-Familien. Und die beiden Prinzessinnen haben berühmte Vorfahren. Wir stammen in direkter Linie von ihr ab. Über 15 Generationen führt ihre Linie zur Familie unserer Großmutter. So sind wir mit ihr verwandt. In Italien ist alles sehr schön und stilvoll. Und dann gibt es ja auch den Ausdruck La bella figura. Wo hat es seine Wurzeln? Wenn man in Italien aufwächst, ist man von vornherein von Schönheit umgeben. Man ist von Kindesbeinen an schöne Landschaften und Städte gewöhnt und überall gibt es Kunst. Selbst die Sprache erinnert an Gesang. Michelangelo, Boccaccio, Dante. Sie haben alle über den Wein Vernaccia geschrieben. Michelangelo schrieb: In die edle, glühende Gegend auf der Höhe ins schöne San Gimignano reisten wir. Es hat der Erde höchste Türme, sein Glockenturm misst an die 100 Ellen. Doch die Bewohner liegen stets im Streit mit anderen, mit ihrem verräterischen Vernaccia, den sie an jedem Ankömmling zu trinken geben. Ein Wein, der küsst, beißt, sticht und liebkost. Doch in Italien machen nicht nur die Frauen bella figura. Latin Lovers. Ja, genau, auf jeden Fall. Viel Frisuren. Macho-Typen, auch viele dabei, halt eben gut aussehende Italiener. Die sind eben immer hinter einem her gewesen, als wir jung waren, ne? Die haben ganz schön viel Feuer, finde ich. Und das finde ich auch gut. Sehen auch ganz gut aus, teilweise. Machos? Siehe Berlusconi, die da wirklich verehrt werden anscheinend. Der Gigolo. Vermutlich in der Liebe angeblich gut. Ich treffe einen professionellen italienischen Gigolo und eine seiner Kundinnen. Roy, wie wird man so stylisch, gut aussehend und Frauen verstehen wie du? Es ist ein sehr gefragter Stil. Aber ich bin von Natur aus so. Ich war schon immer ziemlich narzisstisch und detailverliebt. Ich wollte mich immer hervorheben, mich auf einen Sockel stellen, um Frauen anzulocken. Mein Beruf ist der eines Malers, der ein bestimmtes Gefühl malt, eine Illusion. Einen Traum. Ich bin ein Teil der Seele der Frauen,
die meinen Beruf und so eine männliche Kunstfigur wie mich für ihre Fantasie brauchen. Was ist denn an Roy typisch italienisch? Er ist sehr leidenschaftlich, wenn er eine Frau liebt. Er ist sehr, sehr männlich. Man muss nicht versuchen, ihn zu dominieren. Er lässt sich nicht dominieren. Und das ist für eine Frau, also für mich ist das sehr charmant. Von den Besten lernen. Roy soll mir jetzt mal ein paar Tipps geben. Also, was muss ich an mir ändern, um auch... Also, du bist eine Katastrophe. So geht das gar nicht. Okay. Erstmal Workout. Es ist nicht so, dass nur hässliche alte Frauen Gigolos anrufen. Oft rufen auch junge Frauen mit einem schönen Körper an. Frauen zwischen 20 und 30 bis hin zu 70-Jährigen. 70? 72. Manche Frauen rufen an und wollen Sex. Andere wollen andere Dienstleistungen, jemanden eifersüchtig machen oder zu einer Beerdigung oder Hochzeit begleitet werden. Da gibt es 1000 Interpretationen. Der italienische Gigolo ist weltbekannt. Aber warum gelten die Italiener weltweit als die Meister der Amore? Nur wenige haben wirklich Sex. Wer Sex hat, redet normalerweise nicht darüber. Es stimmt nicht, dass der Italiener so viele Frauen abbekommt. Dieses Gerücht haben wir selbst in die Welt gesetzt. Es gefällt uns, dass andere so von uns denken, aber es stimmt nicht. Du musst immer ein bisschen abwesend wirken, träumerisch und anmutig, wie ein Vögelchen. Roy, was denkst du, bin ich bereit, ein Gigolo zu sein? Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Du hast Selbstvertrauen gewonnen und deinen Look verbessert. Du bist echt gut geworden. Kompliment. Ja, gut, das Problem ist, ich bin in einer Beziehung, es bringt gar nichts irgendwie. Das ist natürlich ein Problem. Aber denk immer daran, wer nur eine Frau liebt, ist ein Egoist. Also liebe sie alle. Mein nächstes Thema führt mich wieder in den Süden. Ja, das erste, was mir einfällt, ist die Mafia. Ja, Mafia. Camorra. La Mafia, ist es. Ist ein Netzwerk von Geben und Nehmen unterhalb der gesetzlichen Linie. In einem Vorort von Neapel, der als Hochburg der Camorra gilt, treffe ich den Anwalt Giuseppe De Luca. Er ist ein Kenner der Gegend und des Milieus. Wie viel Prozent deiner Klienten sind im organisierten Verbrechen tätig? 80%. 80? Ja. Und ist dein Beruf gefährlich? Gibt es eine Situation, die du schildern kannst? Minacciato, no. Bedroht wurde ich nie. Aber ich kann nette Anekdoten erzählen, die zugleich dramatisch sind, weil sie dir bewusst machen, dass kriminelle Elemente leider in der gesellschaftlichen Unterschicht angelegt sind. Ich sage das, weil die jungen Leute keine Alternative haben. Sie kennen das Gute nicht, nur das Schlechte, weil zum Beispiel ihre Eltern im Gefängnis sitzen. Es gibt zum Beispiel diese Anekdote mit dem 3- oder 4-jährigen Kind. Ich war in einer berühmt-berüchtigten Mafia-Hochburg. Das Kind hatte eine Spielzeugpistole in der Hand.
Es sah mich und tat so, als wolle es auf mich schießen. Dabei machte es auch die entsprechenden Geräusche. Die Mutter nahm das Kind beiseite und sagte: Du musst nicht schießen, das ist kein Polizist, sondern ein Anwalt. Ein Kind, das mit 3-4 Jahren so etwas beigebracht bekommt, wird später sicher nicht Lehrer oder Anwalt, sondern ein Krimineller. Der Anwalt vermittelt mich noch zu einem seiner Klienten. Ich soll einfach an dieser Autobahnausfahrt warten. Salvatore. Ja, alles klar? Posto? Sì. Er wechselt das Auto und wir folgen ihm nach Hause. Plötzlich stoppt ihn die Polizei. Er war über 20 Jahre im Gefängnis und darf seine Wohnung nur 3 Stunden am Tag verlassen. Ich habe Hausarrest. Ich darf täglich nur 3 Stunden nach draußen. Zum Beweis, dass er zu Hause ist, muss er täglich für die Polizei den Fernseher abfilmen. Um 11.40 Uhr, mit Genehmigung des Richters. Darf ich ganz direkt fragen, was hast du denn konkret gemacht, dass du so lange im Gefängnis warst? Also, meine lange Haftstrafe war wegen Drogenhandels. Bandenkriminalität und Drogenhandel. Das war's. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie bist du da reingeraten? Gab es da ein spezielles, einen Moment oder? Was mich dazu gebracht hat, sowas zu machen. Als Kind war ich mit einem Fahrrad zufrieden. Aber irgendwann reicht dir das Fahrrad nicht mehr. Du suchst nach Wegen, mehr zu kriegen. Dann findest du die Person, die das hat, was dich interessiert. Und schon bist du auf der schiefen Bahn. Wenn ich irgendeinen Botendienst erledigte oder zum Beispiel ein Fahrrad klaute, kam ich oft durch die Gassen von vorhin. Wenn da irgendwo ein Madonnen- oder Jesusbild hing, habe ich nie hingesehen. Ich habe nicht hingesehen, weil ich Angst hatte, dass sie mich ansehen und fragen: Was machst du da? Ich guckte also immer weg. Wenn ich hingesehen hätte, hätte ich es vielleicht sein lassen und das Fahrrad nicht geklaut. Denkst du, dass die italienische Mentalität nötig ist, um dieses organisierte Verbrechen, wie es existiert, aufrechtzuerhalten? Gibt es da einen Zusammenhang? No. Nein. No. Non c'è bisogno per forza. Man braucht kein bestimmtes Temperament. Es ärgert mich, wenn Leute in anderen Ländern immer nur sagen, Italien, Mafia. Nein. Eine der Bewährungsauflagen ist, dass er einen neuen Beruf findet. Was würdest du denn gerne arbeiten? Was könntest du? Ich mochte immer den Beruf meines Vaters. Er war Salumiere. Das heißt, er verkaufte Wurstwaren. Sowas würde mir gefallen. Wie sieht die Zukunft deiner Arbeit aus? Meine Arbeit wird aufgrund der Verbrechenskultur in Torre Annunziata nie ein Ende nehmen. Strafverteidiger wie ich werden hier sicher nie arbeitslos.
per l'avvocato penalista torrenziale e quindi per me. Was ist also dran an den gestikulierenden Mafiosi, die auch beim Pizzabacken bei Mama noch bella figura machen? Die italienische Küche lässt sich nicht verallgemeinern. Was hat dir im Gefängnis am meisten gefehlt? Im Knast vermisst du besonders das Essen. Das heißt, was willst du? Ist mir egal. Das ist gut. Wo sind die Leute von der Camorra? Strafverteidiger wie ich werden hier nie arbeitslos. Wer wirklich Sex hat, redet nicht drüber. In Italien ist man von Schönheit umgeben. So ist es nun mal in Italien. Also, ich liebe meine Mama genauso wie die Italiener ihre Mama lieben. Stereo,